Karte wollten wir. Gib mir was an. Oh. Unbekanntes Gebiet. Ja, da nichts wie hin. Hm. Das ist wohl nichts, die Klippe. Da sollte sagen, eine Höhle unangenehm sein. Ich muss allein weiter. Aber wir sehen uns bald. Gehen wir mal in diese Gefilde rein, würde ich behaupten. So. Also mal einen Drachen steigen. Das war ja einfach. Das war ja einfach. Es sei aber auch gesagt, dass hier Kundungen auch oft nicht zu spannen sind. Ja. Ist mir aufgefallen, tatsächlich. Ich suche nach der Zahik der Seswa. Und du hast sie gefunden. So, am Anfang die ersten paar Dinge waren noch cool, aber jetzt ist es schon abarbeiten. So typisch Ubisoft halt, ne? Die Sarentu sind zurückgekehrt. Lass uns auf den Wind reiten und am Feuer feiern. Wir haben eure Geschichten vermisst, Schwester. Du musst ihm Zeit zum Anpassen geben. Quasi Beschäftigungstherapie. Er soll unsere Luft atmen, unsere Erde spüren. Die Sakru treffen. Wer sind die Sakru? Aber ich sag mal, solange Schützlinge und Beschützer ich auf dem Level bin, dass ich die Story weitermachen kann, es ist niemals am selben Ort. Ignoriere ich dir erstmal die ganzen Nebenquests. Den Pfad. Mit Drachen. Es sei denn, es kommt was Spannendes so findet dazu. Ihr immer nach Hause. Glaube ich nicht. Du denkst schon, wie wir Seswa. Jetzt lernst du reiten. Jawohl, endlich. Endlich. Manchmal muss man das Problem finde ein Schreckenspferd. Egal welches. Wir binden uns das nur kurze Zeit. Langsam, ruhig. Stell die Bindung her und spring auf. Schneins. Ehrlich? Nee, das gehört ja der Lady. So. Ich will das Dunklere da hinten. Oder ist es nur im Schatten? Weg mit dir. Ruhig, alles Brauner, gut. Ruhig. Entspann dich. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Du musst ihr Vertrauen gewinnen. Ja, so einfach. Verletzen Sie sich nie? Wir sind hitzköpfig, aber warmherzig. Wandern die Sakru, folgen wir ihnen. Und wenn sie rasten? Der Boden weiß, wenn wir tanzen. Die Luft weiß, wenn wir lachen und singen. Ich wäre gern so stolz und kämpferisch wie ihr. Dann musst du mehr Sakru-Milch trinken. Wir verarbeiten sie mit Disteln zu frischem Käse. Der reift dann mit würzigen Blättern. Und aus der Molke brauen wir Sanke, das Feuer für unsere Feste. Legenden nach sind Sakru-Felsen, die erweckt wurden. Seit das erste Sakru uns Schutz gewährt hat, kennen wir Musik genannt und Freude. Ich beleidigt. Zeit für eine Überraschung. Doch wir brauchen frische Sakru-Milch. Akurai hat welche. Ich hoffe, die ist nicht blau, die Milch. Über den Fluss wartet Arbeit auf mich. Gehört zur Überraschung. Sieh dich um und begrüße die Seswa. Unsere furchtlosen Reiter sind weithin bekannt. Und im Hort wartet schon jemand ganz ungeduldig auf dich. Wer bist du? Tamu. Schläft sie? Ja. Ah, ihr Name ein ist Elefant. Koakte. Sie macht es wie ihre Eltern. Ihr habt euer Zelt um sie gebaut. Sie müssen tief schlafen. Mhm. Sie schlafen nicht nur, sie nähren sich. Irgendwann wachen sie auf, ziehen los und suchen Neuland. Und wir dann ist Zelt kaputt. Folgen ihnen. Ihr seid Reisende, wie meine Leute. Es waren... Ich kenne nur Geschichten über sie. Meine Mutter zeigte einem, wie man die Mähne eines Sakru kämmt.
Er stolperte und fiel in ein Milchfass. Wie man die Mähne eines Sacks. Aber immer wenn sie uns besuchten, gab es eine Feier. Verstehe. Wir tanzten, kämpften und tranken Sanke. Dein Clan war willkommen. Und jetzt bist du hier. Wir werden wieder feiern. Eine kleine Feierei. Ja, das ist Pali. Oder? Dein Schreckenspferd sieht so kräftig aus. Dein? Du sprichst wie die Himmelsmenschen. Sie halten alle Wesen für ihren Besitz. Aber sie gehört niemandem. Ich weiß. Sie sind frei. So frei wie wir. Und jedes ist einzigartig, genau wie du und ich. Sicher mag die Sakru. Bei ihnen findet sie Ruhe. Reitest du? Ich trainiere noch. Wer unseren Bräuchen folgen will, muss das Reiten meistern. Schreckenspferde bedeuten meinem Clan alles. Sie tragen die Zelte. Wir jagen mit ihnen. Wir kämpfen gemeinsam. Unsere Kriegsrufe schallen übers Land und versetzen unsere Feinde in Angst und Schrecken. Und was ist der Unterschied zu der Beziehung Mensch und Pferd? Das sind nur Geschichten aus einer längst vergangenen Zeit. Es könnte wieder so sein. Lordosenkissen. Und werden wir bereit angepasst. Sein? Wir beide. Da, Milchmann. Bin ich hier richtig in der Milchbar? Naughty, naughty, naughty. Der Klatsch eilt dir voraus. Hoffentlich guter Klatsch. Nur, dass deine Kriegskünste immer besser werden. Nichts Anstößiges. Ich kenne Kin. Er braucht etwas Milch. Och, Kin. Seine Scherze waren legendär. Aber seit Susul weg ist, ist er ganz anders. Ihr frische Milch. Wieso ist jetzt eine nicht so hübsch bei ihr? Gabe der Sakru. Die Grundlage so lange gedauert, unserer Stärke. Bis ich mich bei den Sesswa-Zeiten Kinds bester Freund. Wusste, wo was ist. Hast du es nicht gehört? Er ist jetzt der Bödenträger. Man kann den ja nichts Clan erkennen, ne? Verlassen. Für immer. Er trägt diese furchtbare Last. Das war sicher sehr schwierig. Freunde und Verwandte zurückzulassen. Eine traurige Ehre. Er nahm unsere Bürden auf sich, damit wir reisen können. Mia, bist du noch da? Dank Susul wandern wir mit den Sakru. Oh, hier, der Gehörnte. Ah, die Milch. Für deine Überraschung. Gieß ein. Ach, Moment. Milch macht müde Männer munter. Wenn ich schon mal da bin, ne? Danke. Und hui. Hui. Wie heißt er? Ah, Pasuf. Das heißt Pasuf. So wie diese hier. Er liebt sie. Masuk. Sieht nicht besonders lecker aus. Sie sind nicht zum Essen da. Durch sie fühlt er sich schön. Hier. Zum Malen. Ha 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 ha.
Riesig, ne? Er ist wach. Nur für dich. Ihr seid nun Freunde. Und Sakro, vergessen Freunde nie. Alarm. So einfach ist es, Freunde zu gewinnen. Das sollte ich mal auf der Straße ausprobieren. Irgendeinem gerade gelbe Farbe mit der Hand ins Gesicht schmieren. Die Schwestern sind zurück. Feiern wir mit Käse und Sanke. Trinken wir auf die Rückkehr der Sarentu. Jemand muss die Drachen steigen lassen. Eine Ehre, die deinen Leuten Freude machte. So werden es alle erfahren. Okay. Die gejagten Jäger. Da. Feuerkäse. Die Bemalung seiner Punkte immer dieselbe. Ah ja, okay. Steigen lassen. Einer noch. Dieser Drachen steigt im Sturm unserer Feier. Okay. Den letzten Drachen darfst du steigen lassen, Zamsiu. Ich hab's ja noch alle steigen lassen. Nun weiß es jeder. Wir sind Verbündete. Der letzte Besuch der Sarentu ist schon lange her. Ihr bringt neue Geschichten. Jahre. Geschichten von Krieg und Widerstand. Diesmal erzählen wir sie zusammen. Wir führen denselben Speer. Wir reiten vereint. Also, was hältst du von unserem Land? Atemberaubend. Schön. Ich würde es gerne von oben sehen, aber meine Ikran antwortet mir nicht. Der Wind über den Ebenen ist gnadenlos. Die Ikran müssen sich sicher fühlen. Die Ikran-Reiter können es dich lehren. Du findest sie in Ewa. In der Kammer der Echos. Nicht weit von hier. Vorbei am schiefen Baum und über den Hügel. Sie blasen wieder zu einer sinnlosen Jagd. Nicht sinnlos. Niemals sinnlos. Die Himmelsmenschen folgen immer einem Plan. Ich werde herausfinden, was sie wollen. Finde die Reiter in Ewa. Flieg deine Ikran. Wir greifen die Himmelsmenschen aus der Luft an. Sarentu, komm her. Was? Was geht? Du weißt wirklich, wie man feiert. Es gibt immer einen Grund zum Feiern. Wir haben genug Sanke, um die Segelflugpanther zum Singen und Tanzen zu bringen. Heben wir unsere Becher so wie die Speere. Wir sind nun eins in Geist und in Seele. Eins in Geist und Seele. Ja, in Geist und Seele. Vereinigt für immer und ewig. Überlebt alles. Ewig. Bleib auf jeden Fall ewig in Erinnerung. Ah, eine Felsmalerei als Erinnerung. Sowas hat noch niemand gesehen. Nicht mal die Sesua, Sarentu oder Sakru. Ich helfe. Was brauchen wir? Wir benötigen Farbstoffe für die Clans. Unser Clan braucht Wolkenspuckersamen und deiner, Ja? Bärenfrucht. Tolle Farbe. Exzellent. Bring die Farbstoffe zum Fuß des Schwingenbergs. Wir werden etwas Besonderes malen. Etwas Besonderes. Das ist wohl eine falsche Betonung. Wie Kalorien. Na, guck mal, ein Weg. Da rein, ja.
Er wollte mich wieder eine anspritzen. Ich bin auch kein Fan vom Schleuderstock, aber schlau genutzt kann er echt viel. Ja, ja, ich habe das in der einen Mission, habe ich das schon gemerkt, wo man am Hauptquartier damit den Angriff abwehren musste. Das war schon sehr cool. Der von Ihnen gewünschte Teilnehmer ist zurzeit nicht zu erreichen. Das gefällt mir nicht hier. Warum lädt er so komisch nach? Da muss ich hin. Du bist mein Stängel. Oh, wieder so eine... Ne. Oh, 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 oh. Das ging ja flott. Schön, dich zu sehen. Daylan, die RDA führt hier irgendetwas im Schilde. Ich sehe mir mal die Camps an. Sind dort Sakro? Laut Nesim holt sie mit den Zungen auf dem Boden. Sie sind riesig, aber sanft. Du würdest sie mögen. Das glaube ich. Halten wir die RDA von Ihnen fern. Ich überwache Ihre Kanäle. Dann nehmen wir erstmal das Labor hier. Oh, hallo. Da sind wir ja schon. Hui. Oh, da ist was kaputt. Ah. Der braucht schon Isolierhandschuhe oder sonst was. Eigentlich wollte ich mit einem Nebenprofil nochmal eine Mission in der Höhenprärie spielen, aber die habe ich tatsächlich verpasst und dann ging das nicht mehr. Ah. Sowas ist immer sehr schade. Wenn du so verpassbare Mission hast. Das ist ärgerlich. Bitte. What? Ach hier. So, schmeißen wir den Kasten mal in Gang. Besonders bei der bekommt man so einen coolen Bogen. Der hat mir bei meinem ersten Mal spielen wirklich sehr geholfen. Okay, okay. Hey, Priya hier. Hey. Was soll denn sonst? Ich empfange ein Signal von einer anderen leeren RDA-Basis. Ich schicke dir die Koordinaten, falls du dich dort umsehen willst, weißt du? Ich schau's mir mal an. Leere Basis, das klingt immer gut. Der Weg nach Hause, Teil 6. Okay. Kurz die Lage checken, da sehe ich was. Sieht's denn da aus? 8%? Naja, komm. Es wird doch.
So, was zeigst du mir da an, Lilanes? Das Labor an sich, oder? Ist voll. Ach, da oben. Können wir da mal eben hochfliegen? Digga. Du hast doch genau gesehen, wo ich bin. Verbrennen die nicht? Tatsächlich kann man die Winde benutzen. Säbelflügel, Mottenpfad. Ach, das Ding, das, was wir da verpasst haben. Gehabt haben. Ja, da muss ich aber fliegen wahrscheinlich, ne? Oder kann ich denn da hinterher rennen? Da lang. Nee, hä? Hä? Das war zu schnell für mich. Dahin. Ah, die warten auf mich. Ist nett. Ja. Vorsichtig, vorsichtig. Ah, die haben Hilfe gebraucht, ne? Die warten aber nicht lange, okay. Oh. Vorsichtig. Hä? Ah, nach unten, okay. Tadellos. Ja, cool. Eine ausgezeichnete Frucht. Noch ein Totem. Da von bist wo du habe irgendwo ich wohl die beste Sicht darauf? Verstreut, das ist ein bisschen. Ich muss mir das genau ansehen. Wow, wow, wow. Was ist merkwürdig? Ist halt schade. Ist ja klar, dass er nicht jede Sekunde speichert. Aber ja. So. Okay, dann sind wir doch auf dem richtigen Pfad. Wir müssen nur den richtigen Winkel finden. Ich schätze mal hier. Was für ein Anblick. Was? Was, wenn der Sinn der Totems nur darin liegt, die Schönheit einzufangen? Für spätere Generationen, um die Kinder zu lehren, innezuhalten und Land, Himmel und Wasser zu genießen. Die Schönheit aufzusaugen und anderen davon zu erzählen. Sowas können wir hier hey, auch gebrauchen. Nella, ich habe noch mehr Silent Totems entdeckt. Dass die Kiddies mal aufhören, ich am Handy rumzuspielen. Aber ich weiß nicht genau was. Vielleicht Inspiration? Und sich mal wieder die Natur angucken. Schwer zu beschreiben. Ideen, so. Die mir durch den Kopf gehen. Und ich habe das Gefühl, dass ich sie nutzen könnte. Vielleicht etwas fertigen? Melde dich bitte, wenn du mehr Totems findest. Mach ich.